Kurz zwei Dinge vorweg, da bin ich in der Community drauf angesprochen worden und auch per Mail. Punkt 1, ja, da mag sein, dass da wieder die ganzen Fake-Kommentare unterwegs sind, irgendwie Gero Köppis und Peter L. und Marco Manns und wie sie alle heißen, die es auch schon gegeben hat. Es gibt ein paar neue, es gibt ein paar alte, das ist so. Und ich vermute mal, dass das einfach mit dem Krankheitsbild der narzisstischen Schizophrenie zu tun hat. Da kann ich ein Lied von singen, ich habe mal mit einer solchen Person zusammengelebt. Müsst ihr euch so vorstellen, es ist immer alles extrem. Und zwar extrem in diese Richtung. Und ein paar Stunden später oder einen Tag später ist genau das Gegenteil der Fall, auch wieder extrem. Und dann wird aber behauptet, das, was davor gesagt wurde, wurde nie gesagt. Das kann anstrengend sein. Lassen wir so stehen. Und der zweite Punkt ist, da wurde gesagt, andere hätten andere Wetterauswirkungen, zum Beispiel Orkan. Das liegt samstags oftmals daran, dass die Sendung dort voraufgezeichnet wurde. Das bedeutet, die wird am Freitag produziert mit den Wetterdaten und auch den Sachen, die am Freitag eben da sind und dann am Samstag online gestellt und als aktuell verkauft. Deshalb findet man diese ganzen Grafiken nicht mehr, weil sie schon längst überschrieben sind. Die sind dann im Archiv. Und das, was ich gestern in der Sendung hatte, das war ganz, ganz, ganz aktuell. Während ich die Sendung gemacht hatte, sind die Modelle eingelaufen und die konnte ich da noch einbauen. Soweit vorweg all das. Grüße Sie und grüße euch. Jetzt steigen wir aber ein. Der Jürgen, beziehungsweise ein Freund vom Jürgen, der ist Pilot und hat dieses Bild gemacht aus 10 Kilometer Höhe über den Alpen, die tief eingeschneit sind, wie selten um diese Jahreszeit. Und als ich selber auf 3400 Meter Höhe gestern rumturnte, hat der Günther mir dieses Bild geschickt mit einem Video dazu. Er war wieder beim Messen, sehr vermessen, ist hier raufgelaufen. Das sehen wir dann am Ende. Und so sah es da auch aus. Wunderschön, aber saukalt, aber eben schön. Es wird windig werden. Kurz vor Weihnachten erreicht uns ein größeres Wind- bzw. Sturmfeld mit Spitzenböen von über 80, teilweise über 90 Kilometer pro Stunde. Das ist zum Beispiel hier am Donnerstag, dem 21. der Fall, ziemlich verbreitet in Deutschland. Am Samstag dann in der Nacht kommt ein neues Windfeld herangezogen mit Spitzenböen in Küstennähe von über 90 Kilometer pro Stunde. Und am Sonntag, das ist dann der Heilige Abend, auch in der Nacht von Samstag eben auf Sonntag, zieht dieses Sturmfeld über uns hinweg. Wir werden ziemlich verbreitet Spitzenböen von über 80, teils 90 Kilometer pro Stunde bekommen. Wird mal ein bisschen raufgerechnet, mal ein bisschen runtergerechnet, aber wir kommen in die Frontalzone und dieser Arctic Outbreak kommt mal ganz reingezogen, mal bleibt da außen vor und in der Zone dazwischen ist eben dieses Windfeld. Der Wind ist das eine Thema und das andere Thema wird der Niederschlag sein. Dürfen wir nicht unterschätzen, vor allen Dingen nach Weihnachten. Das ist zum Beispiel das europäische ECMWF-Modell bis einschließlich Freitag, also jetzt unter der Woche, geht noch einigermaßen, wobei das schon wieder relativ hohe Niederschlagssummen sind, vor allen Dingen im Nordwesten und direkt an den Alpen. Vom amerikanischen GFS-Modell gibt es so ein bisschen Entwarnung im Süden, im Norden wäre es aber ziemlich nass, das ist noch nicht hochwasserrelevant. Jetzt gehen wir aber mal ein paar Tage obendrauf und gehen bis zum 26. Dezember, das ist das europäische ECMWF-Modell und da wären es im Sauerland um die 100 Liter auf den Quadratmeter, im Schwarzwald weit über 100 Liter von der Oberpfalz bis in den Bayerischen Wald und am Alpenrand ebenfalls. Das hieße dann wieder neue Hochwassergefahr. Vieles davon käme in den Hochlagen als Schnee, unten aber durchgehend als Regen. Und das amerikanische GFS-Modell macht auch vor allen Dingen im Norden die ergiebigen Niederschläge nicht ganz so stark wie das europäische ECMWF-Modell, aber auch eben ergiebig. Und wenn wir dann noch mal ein paar Tage draufrechnen, das ist der sogenannte 18er-Lauf, der Lauf der vergangenen Nacht, der würde weit, weit über 150 Liter zum Beispiel in den nordwestlichen Mittelgebirgen bringen. Das wäre garantiert Hochwassergefahr. Der Vorlauf hat deutlich weniger gemacht und es geht immer so hin und her. Genauso wie mit dem Wind, der geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Die Niederschläge gehen mal ein bisschen rauf und mal ein bisschen runter und genauso verhält es sich mit den Temperaturen. Schauen wir mal auf das Ensemble hier für Flensburg beispielsweise. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Und die einzelnen Berechnungen der einzelnen Member, die finden wir in bunt. Unten sind die
Niederschlagssignale. Und für Flensburg hier, jetzt schattieren wir mal Weihnachten rein, fällt auf, dass wir gerade um die Weihnachtstage die kältesten Temperaturen haben. Und es sind sehr viele Läufe unten, nur wenige oben. Das riecht schon mal, dass da irgendwas im Busch ist. Hinten rauf geht es ein bisschen nach oben. Das europäische ECMWF-Modell macht es ähnlich. Es hat ein paar Läufe mehr auf Lager als das amerikanische GFS-Modell. Das amerikanische hat 30 und das europäische 50 Läufe. Aber auch der große Knubbel ist hier unten. Die ja, guten Drittel ist hier oben. Natürlich ist das noch alles nicht sicher. Das ist ja noch über eine Woche hin oder eine gute Woche hin. Aber es mehren sich doch die Anzeichen, dass da irgendwo Polarluft im Spiel ist. Und hinten raus bleibt es so. Was auch auffällig ist, gehen wir noch einmal zurück, sind die vielen, vielen Niederschlagssignale. Es wird also nass werden. Jetzt gehen wir in den Süden Deutschlands, nach Mittenwald, an die obere Isar, schon an der Grenze zu Tirol. Da bleibt es bei durchschnittlichen Temperaturen, aber auch ein großer Range. Einmal die kalten Läufe, die tief winterlich wären, und die anderen, die relativ mild sind, auch immer wieder mit Niederschlägen dabei, sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen ECMWF-Modell. Wobei das europäische ECMWF-Modell zwei ziemlich krasse Clusterlösungen hat. Einmal hier die sehr milden Läufe, die wären tief vorderseitig, und dann die sehr kalten Läufe, die dann tiefstes Winterwetter bringen würden. Es gibt irgendwie nichts dazwischen, und hinten raus ginge es so weiter, und auch da sind viele, viele Niederschlagssignale dabei. Die Tage jetzt mit dem Wärmeberg sind sehr, sehr ruhig, und die sollten wir ausnutzen, denn dann geht's rund. Ich meine, auf der anderen Seite ist das saumäßig spannend. Gehen wir mal ganz kurz auf so klassische Regionen, die jetzt wenig Schnee haben. Nehmen wir einmal das Beispiel Schleswig und Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet. Das sind die jeweiligen Schneeensembles. Und da haben wir zu Weihnachten in Schleswig-Holstein und auch im Ruhrgebiet in Mülheim an der Ruhr einige Schneesignale. Das heißt, die Chance auf weiße Weihnachten ist ziemlich hoch. Also nicht irgendwo so bei 10-20%, sondern deutlich höher. Und wenn wir jetzt nach Dessau gehen und nach Frankfurt am Main, Frankfurt am Main ist jetzt auch nicht gerade ein Wintersport-Eldorado, haben wir aber auch Niederschlagssignale, die als Schnee runterkommen würden. Das bleibt bis zum Schluss doch sehr spannend. Jetzt fassen wir mal zusammen. Wir haben das Thema Hochwassergefahr, wir haben das Thema Sturmgefahr und wir haben das Thema weiße Weihnachten. Und die sind immer noch irgendwo im Roulette-Tisch drin mit vielen, vielen Kugeln und können eben alle klappen. Die Niederschläge von gestern sind nicht der Rede wert. Wir hatten aber ein bisschen Sonne. Im Südwesten und im äußersten Süden kam sie endlich mal heraus. 1,4 Stunden Sonne gab es deutschlandweit gemittelt. Tiefstwerte -6,5 Grad, also gerundet 7 Grad in Oberstdorf. Minus natürlich. Und 8 Grad plus auf der See. Man sah übrigens sehr schön hier im Norden noch diese milde Luft. Und im Süden hat es sich schon angefangen auszukühlen. Und die Höchstwerte lagen zwischen 1 und 11 Grad. So geht's weiter. Wir haben diese riesige Gurke an Warmluft in der Höhe. 5,5 Kilometer Höhe ist hier dieses Hoch und am Boden ist hier das Hoch. Und der Gegenspieler, der Kälte, ist im Norden. Wir liegen dazwischen auf der noch sehr milden, hochdruckdominierten Seite und den wärmsten Luftmassen, die es um diese Jahreszeit geben kann. Da spüren wir unten nicht so viel, vor allen Dingen in den Inversionsgebieten. Und dann kippt das Ganze weg. Wir haben auf dem Atlantik dieses Wärmeei des Hochs und über dem Nordmeer und Skandinavien diesen Kälteblock des Tiefs. Und der liebäugelt mit unserem Wetter. Die Temperaturen gehen schon zurück, aber so richtig kalt ist das noch nicht. Und dann im weiteren Verlauf Sonntag, das ist der heilige Abend, da würde hier eine Kaltfront über dem Nordwesten Deutschlands liegen. Hier haben wir die minus 30, minus 35 Grad in 5,5 Kilometer Höhe, sehr eng. Das heißt, da liegt eine Schauer- und Gewitterfront dahinter. Das Geopotenzial geht zurück und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe auch auf unter minus 5 Grad. Die Chance auf weiße Weihnacht ist eben noch da. Und das wäre eben hier sowas, ein klassischer Arctic Outbreak. Da kommt eine Luftmasse gigantisch um diese Jahreszeit. Kommen wir zum Wetter von heute. Das ist alles ruhig. Wir haben das Hoch. Das bringt erstmal Nebel und Hochnebel in den Niederungen. Im Norden haben wir weiterhin die tiefen Wolken. Im Laufe des Tages werden die mehr und mehr aufgerupft durch den auffrischenden Wind. Und auch die Nebelfelder im Süden werden angenagt und halten sich nur noch in den windgeschützten Beckenlagen. Außenrum ist es sonnig, vor allen Dingen in den Alpen. Im Norden haben wir sehr viel Wind. Und die Höchstwerte liegen in den Niederungen mit Nebel bei um die 0, sonst bei 3 bis 8, im Norden bei bis zu 10 Grad.
Am Montag, morgen also, starten wir wieder mit einigen Nebelfeldern im Süden. Im äußersten Norden fällt ein bisschen Nieselregen. Im Laufe des Tages bleibt es hier so. Da haben wir eine Wolkenkante, da ist es trüb und es nieselt immer vor sich hin. Und dann ab dem Bereich der Mittelgebirge südwärts wird es sonnig, aber wieder in einigen Beckenlagen mit beständigem Nebel. Im Norden haben wir weiterhin den sehr ruppigen Wind und die Höchstwerte. Die liegen in den Gebieten, wo wir den Wind und den Regen haben, alle so um die 8, 9, vielleicht 10 Grad. Aber in den Nebelgebieten weiter um die 0 Grad, 10 Grad sind es am Oberrhein mit ein bisschen Wind und bis zu 14 Grad können es im Wienerwald werden und am östlichen Alpenrand von Niederösterreich mit Föhneffekten, wo die sehr trockene Luft von oben runtergemischt wird und dann ist es ein bisschen frühlingshaft. Und wir sind ja kurz vor der Sonnenwende, vor der Wintersonnenwende. Am Dienstag haben wir schon wieder eine Wolkenkante, ganz markant, knapp südlich von Main und Mosel. Nördlich davon fällt Regen, der wird sich am Nachmittag ein bisschen intensivieren. Vor allen Dingen in den südlichen Niederlanden, rund um NRW und das südliche Niedersachsen. Und im Süden Deutschlands und im Alpenraum ist es noch sonnig. Der Wind nimmt aber auch hier mehr und mehr zu. Die Nebelfelder verschwinden, die steigen erst auf und lösen sich dann auf. Und wie heißt es so schön, steigt Nebel empor, steht Regen bevor. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen Süddeutschlands 1, sonst 3 bis 9. In den Alpen in mittleren Lagen 10 bis 12 Grad. Und da wundert man sich und denkt sich, wieso bleibt das im Schatten eigentlich dann pulvrig vom Schnee her? Und es ist so mild, das liegt an dieser sehr, sehr trockenen Luft. Die Taupunkte sind bei unter 0 Grad. Am Mittwoch zieht eine erste Front durch. Schneefallgrenze bei 1000 bis 900 Meter Höhe in der Alpennähe, 300 Meter Höhe im Erzgebirge, im Nordosten teils bis ganz runter. Sehr windig dazu, die Schauer lassen im Laufe des Tages nach. Gegen Abend zieht es dann von der Nordsee her wieder zu mit einem neuen Regengebiet. Höchstwerte 0 bis 8 Grad. Am Donnerstag kleistert es alles zu mit Regen. Die Schneefallgrenze steigt wieder deutlich an. Wir haben starken bis stürmischen Wind und 4 bis 11 Grad. Am Freitag, Stand der Dinge derzeit, bleibt es im Norden sehr windig und stürmisch. Im Süden lockert es mal vorübergehend auf bei 4 bis 12 Grad. Und jetzt teilen wir die Vorhersage. Wir nehmen die Tage von Samstag bis zum zweiten Weihnachtstag einmal in der Kategorie mild. Das heißt, die im Cluster eben oben waren bei den Ensembles, da haben wir immer wieder Regen, im Bergland zum Teil auch Schnee. Aber wir haben erst noch den Samstag drin. Haha, den Samstag der Variante mild. Den muss ich noch einbauen. Hier im Süden sonnig. Und den lassen wir hier, diesen milden Cluster mit Temperaturen von bis zu 14 Grad im Norden und in der Mitte den Regen. Jetzt kommen wir zum Cluster mild der Weihnachtstage, 24. bis 26. Das heißt immer wieder Regen, Schneeregen, im Bergland auch Schnee bei Höchstwerten von 0 bis 10 Grad und starken bis stürmischen Wind. Sehr ungemütliche und raue Weihnachten. Gemütlich ist das jetzt nicht so unbedingt. Und die Variante kalt würde dann Nordwest bis Nordwind bringen, bei Höchstwerten von minus 5 bis plus 5 Grad. Schneeregen, Schnee und Graupelschauer, zum Teil Gewitter, im Bergland auch häufige Schneefälle. Und da gäbe es dann oberhalb von 300 bis 500 Meter Höhe weiße Weihnachten und wahrscheinlich im Flachland irgendwo unten auch an einem der drei Tage. Das ist immer noch, wie schon eingangs erwähnt, offen und spannend. Kommen wir zu den Ensembles und gehen in den Norden Deutschlands. Das sind die 2-Meter-Temperaturen. Die sacken ab auf knapp über 0 Grad und auch hier ist deutlich erkennbar die Clusterlösung. Da ist sogar einer dabei, der geht ziemlich weit nach unten in den Dauerfrostbereich. Immer wieder Niederschlagssignale, einige davon als Schnee und die größte Knubbelung an Möglichkeiten, wo das Ganze als Schnee runterkommen könnte, wäre dann zu Weihnachten. Im Westen haben wir auch Temperaturen von knapp über 0 Grad. Da ist der kalte Cluster, hier immer wieder Niederschlagssignale, davon einige als Schnee, die meisten zu Weihnachten, also die höchste Chance. Das haben wir auch gesehen, dass da eben diese Hängematte ist in der 1500 Meter Höhe Temperatur. In der Mitte geht es Richtung 0 Grad zu Weihnachten, danach wieder leicht drüber. Auch die Dauerfrostvariante ist dabei, Niederschlagssignale, viele als Schnee, die meisten rund um Weihnachten. Im Osten auch mal knapp um die 0 Grad oder nur leicht darüber, sonst 0 bis 5 Grad, immer wieder Niederschlagssignale. Hier sind sie auch zu Weihnachten und nach Weihnachten am höchsten, die Schneesignale. Im Süden Deutschlands ebenfalls um die 0 Grad, knapp darüber zu Weihnachten und danach viele Niederschlagssignale, viele davon als Schnee. Was
überall auffällig ist, es ist eine sehr, sehr große Unbeständigkeit dabei. Das Beispiel für Genf in der Schweiz, auch um und knapp über 0 Grad, viele Niederschlagssignale, einige davon als Schnee. Und in einer relativ ruhigen Gegend sind wir hier in Eisenstadt mit Werten von über 0 Grad. Da ist auch ein kalter Cluster dabei, relativ wenige Niederschlagssignale, wenige davon auch als Schnee. Hier sind wir durch diese nordwestliche bis westliche Anströmung eher eben geschützt. Und ja, völlig ungeschützt und allein im Gebirge war Günther wieder unterwegs. Und wenn ich allein dieses Bild sehe, dann denke ich mir, ach, da wäre ich auch gern gewesen. Ich war zwar gestern auch in so einer Gegend, aber eben nicht ganz allein, aber trotzdem bei diesem Wetter. Ich gebe über zu Günther und sage bis später. Hallo Kai, liebe Wetterfreunde. Ich bin wieder beim Schnee- und Niederschlagmessen. Da auf der Rudolfshütte am Stubacher Sonnenblickkäse. Im Salzburger Land. Seit 1. Dezember hat es da heroben 240 mm Niederschlag gegeben. Das heißt, je nach Wind 2 bis 3 Meter Neuschneezuwachs. Seit 1. Dezember. Ich bin heute mit den Tourenski ganz allein unterwegs. Der Schnee ist extrem tief, die Spuren waren unglaublich schwierig. Ich bin ganz allein auf dem Berg. Keine Menschenseele ist da. Ist zwar irgendwie schön, aber es ist auch extreme Einsamkeit, die manchmal schön ist und manchmal nicht so schön. Es hat unglaubliche Schneemengen. Oben auf den Gipfeln geht der Wind, man sieht an den Gipfeln die Schneefahnen. Und ich weiß eigentlich um diese Jahreszeit noch nie so viel Schnee da heroben. Jetzt schaue ich, dass ich wieder nach unten komme. Ich bin halt nicht so fit und nicht so gut bei Kräften und das Spuren hat mich total ausgeladen. Es hat minus 10 Grad, es ist klirrend kalt. Schöne Grüße, Servus. So, ich nehme euch jetzt noch ein paar Meter auf die Abfahrt mit. Und da ist das schöne Panorama von den hohen Tauern. Ich fahre mit Fellen nach unten. Das heißt, ich fahre ganz langsam jetzt und habe die Felle noch dran, weil ich nur einen zweiten Aufstieg habe und es zahlt sich gar nicht aus, die Felle runterzugeben. Jawohl. Und es gleitet schön dahin. Herrlich. Oh ja. Ups. Das ist meine Aufstiegsspur. So.